So, hallo Martin hier, ich grüße euch, der Options Trader. Bitte immer den Risikohinweis lesen. Einfach oder komplex? Ich könnte auch kompliziert schreiben, aber kompliziert ist nicht der richtige Ausdruck für eine Optionsstrategie, denn kompliziert ist nur etwas, wenn man eine gewisse Expertise nicht hat, ne? Und dann erscheinen oft die Dinge kompliziert. Wenn du aber die Dinge weißt, ja, dann ist eigentlich keine Strategie kompliziert, aber sie kann komplex sein. Also sprich, sie besteht vielleicht aus vielen verschiedenen Konstruktionen. Und da wollte ich darüber reden, was denn so, man kann es nicht sagen, die erfolgreichsten, aber man muss es in Relation setzen und das versuchen wir mal. Weil ich merke, dass da draußen noch nicht so richtige Klarheit herrscht und einige Dinge auch sehr oft ja, vermischt oder verwechselt werden. Wir haben hier, ich habe jetzt hier nur als Beispiel, Entschuldigung, als Beispiel jetzt mal ein paar ganz einfache Strategien genommen. Ein Long Call, Long Puts, also Long Call, Long Puts, Debit Spreads, Credit Spreads, sag ich mal Butterflies. Die sind vom Aufsetzen her und vom Verständnis her, denke ich mal, sehr leicht zu verstehen und zu überblicken. Wenn jemand ein entsprechendes Konto hat, man kann diese Strategien auch mit einem kleineren Konto, also diese, na, es ist ja keine Strategie, es ist ein Optionskonstrukt, ja. Wenn es aus zwei Teilen besteht, ein Long Put, Long Call, ist es kein Konstrukt, aber es ist jetzt keine Strategie, ne, sondern du hast ja nur, du hast eine Meinung, ja, und du spielst sie entsprechend, ja. Wenn man das Money Management einhält und diese Techniken oder diese Spreads oder einfachen Strategien jetzt in dem Fall im Handel, sind sie perfekt, um langfristig profitabel zu sein. Ne? Dahingehend ist wirklich zu sagen, Simplicity is first. Lerne diese einfachen Strategien intensiv kennen. Den Charakter. Wann setze ich sie auf? Welche Laufzeit? Gewinnmitnahmen? Wohlverhalten? Da hat man schon genug ja, Ansatzpunkte, um zu studieren. Ja, um einfach zu sagen, ich studiere diese einfachen Trades und ich kann euch garantieren, dass die Kombination, ne, dieser einfachen Trades völlig ausreicht, um profitabel zu sein. Ja? Also man sollte nicht denken, wenn jemand jetzt hier 100 Jahre Optionswissen hat und ganz fürchterlich komplizierte Strategien machen kann, dass er unbedingt lukrativer ist, je nachdem, was für eine Zielsetzung man hat. Das heißt, hast du ein Konto und möchtest sagen, ich möchte nicht in die Aktien oder Futures gehen, sondern ich möchte ausschließlich Optionen handeln, ja? Dann sind diese einfachen Techniken, die reichen völlig aus. Die reichen völlig aus. Man wird nicht besser in der Form oder effizienter, wenn du kompliziertere Sachen nimmst. Es wird nicht besser. Ja, das muss man so sagen. Ich muss aber auch hergehen und sagen, die etwas komplexeren Strategien haben auch ihre Berechtigung. Ja? Und zwar nämlich dann, wenn wir, oder wie bei mir zum Beispiel, ja, dienen oft, also bei mir, wie gesagt, dazu, Portfolios zu optimieren. Ja? Das heißt, da zahlt sich die Komplexität aus, ne? Denn durch die Komplexität, ja, erhält man eine Edge. Man hat sozusagen billigere Hedge-Möglichkeiten, mehr Rendite. Was meine ich damit? Naja, das ist mir schon klar, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt ein Portfolio hedgen, dann kauft man sich einen Put. Das ist halt eben, dass man sehr einfache Strategien, ja, in ein etwas, wenn man jetzt ein Portfolio hat, ne, etwas doch komplexeren Gebilde hier einfügt. Und da
hat man halt die Nachteile des Putz, der natürlich dann was kostet und es zehrt an der Rendite. Das kennen wir alles schon. Jetzt bietet sich zum Beispiel an, ja, hier entsprechende Techniken anzuwenden. Das heißt, ich kann ja bestimmt, ich kann eine bestimmte Backspread-Strategien machen auf Index-Puts oder auf den Weeks, was auch immer. Ich kann Ratio-Spreads machen mit dem Puts. Ich kann Ratio-Backspreads machen bei tiefer Vola. Das heißt, ich spiele hier diese Vola-Thematik. Und die kann ich nicht mit einfachen Sachen spielen in Divo. Kann man schon, kostet aber mehr. Das heißt, durch die Komplexität, ja, habe ich hier, kann ich was mit dem Preis, P für Preis, natürlich hier runterdrücken, ja. Und wenn ich mein 100, sag ich mal, K Portfolio jetzt statt, wenn ich es mit einfachen Strategien, mit Puts oder Debit Spreads absichern würde, sag ich mal, würde mich das 10% pro Jahr kosten. Das wäre zum Beispiel viel. Und so gelingt es uns vielleicht mit 1%, ja, des Kapitals mit komplexen Strategien, mein Portfolio zu hedgen. Ja, man hat nie einen perfekten Hedge, das muss auch nicht sein. Aber man kann einen gewissen Drawdown, einen Vola-Anstieg doch sehr gut kompensieren. Ja. Und wie gesagt, meine Philosophie kennt ihr. Ich halte sehr viel vom Hedgen, aber man sollte das auch klug machen. Ja. Denn es ist, wie gesagt, dass die oberste Priorität eines Traders Kapital zu erhalten. Und das ist auch die Kunst eines guten Traders. Ihr werdet sehen, alle guten Trader da draußen, Coaches, die lehren, Kapital zu erhalten und so wenig Risiko wie möglich einzugehen, sind meistens erfolgreich. Komischerweise. Ja. Es ist nicht komischerweise, es ist so. Das heißt, ne, das ist dann eben gerechtfertigt. Also es wäre vielleicht nicht ganz gerechtfertigt zu sagen, ich habe mir jetzt ein kleineres Konto und jetzt mache ich hier ein Ratio Backspread. Ja, kann man machen, aber wie gesagt, dadurch, dass du nichts für dich laufen hast, ne, weil ein Portfolio hat ja Dividenden, du hast auch einen Anstieg, wenn der Markt steigt, versteht ihr? Das heißt, alleine diese 1%, den Tausender zum Beispiel, die mich jetzt pro Jahr eine Hedge-Technik kosten und teurer sind die nicht, wenn überhaupt. Hast du sowieso, solltest du meistens sowieso von der Dividende schon drin haben, also sozusagen sind sie kostenlos, ja, aber du musst die Edge und das Wissen haben, diese auch aufzusetzen, wann und wie, und das kann man lernen, aber das macht dann Sinn, versteht ihr? Aber für einen, sag ich mal, Anfänger oder der jetzt nur ein kleines Konto hat in der Form, macht es wenig Sinn, komplexere Strategien hier zu fahren, ja. Und ich kann euch jetzt garantieren, nach 20 Jahren oder mehr Erfahrung, ich kenne alles, was es da draußen gibt, kenne ich in- und auswendig. Heißt nicht, dass man dadurch besser ist, aber man kann abschätzen, was effektiver oder nicht effektiver ist. Und die Strategien, die ich jetzt hier habe, vor allem Butterflies, wenn man die richtig aufsetzt und beherrscht in einer gewissen Kombination, da werdet ihr langfristig, könnt ihr gutes Geld verdienen. Ja, Punkt. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Ja, ich persönlich finde die Butterflies, Familien, sage ich mal, also Butterfly gibt es ja verschiedene, Broken Wing, Unbalanced und was auch immer. Die ganze Butterfly-Familie ist, das ist meine Meinung, auch aus der Erfahrung, und auf dem Konto, sie können die erfolgreichen Strategien sein. Man muss, und das ist natürlich ein großes Feld, wissen, wie setze ich sie auf, wie pflege ich sie, etc. etc. Das ist, da hat man schon Monate oder Jahre vor sich, um das zu verbessern, zu optimieren. Aber auf der anderen Seite kann man sie auch sofort simpel, ganz schnell aufsetzen. Also man kann einfach bleiben, aber man hat Spaß, sie zu verbessern und zu optimieren. Ja, also ich denke, das ist ein bisschen rübergekommen. Also man sollte schon trennen und sagen, ja, alles hat seine Berechtigung. Man muss halt sich nur fragen, macht das für mich Sinn? Ja, in der Form. Und da macht es Sinn, wie gesagt, bei bestimmten Konten, wenn man sagt, ich habe eine bestimmte Kontogröße, reichen die Long Calls, Long Puts, Debit Spreads, Credit Spreads, Butterflies in der Form komplett aus. Absolut, das reicht vollkommen. Ja? Hast du ein Depot
Machen andere Konstruktionen Sinn? Zum Beispiel ein Short Butterfly, ne? Vielleicht dann schon den Covered Call, kann man sich auch überlegen. Habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Das müssen wir natürlich herausfinden, was die Vor- und Nachteile sind. Das ist halt eben das, was man studieren kann und sollte. Was auch so noch nicht so, was auch immer so ein bisschen nicht so richtig rüberkommt, ist, Optionen sind jetzt hier kein Wunderwerkzeug, ja, sondern sie sind sozusagen auch, können als Ersatz von den Instrumenten, also von den reinen Delta-1-Instrumenten sein. Das sind halt eben Futures oder Aktien oder Underlyings. Ja? Also wenn du sagst, ich glaube, dass der DAX steigt, ne, dann kannst du den Future nehmen, ja, oder einen ETF oder was auch immer. Also Delta-1. Oder du kannst Optionsstrategien machen. Das heißt, das ist nur ein Money Management, eine Money Management Optimierung. Ja? So, das heißt jetzt nicht, hey, jetzt wenn ich ein Debit-Trade mache, bin ich jetzt irgendwas Besonderes und das muss besser laufen, weil ich Optionen nehme. Ja? Nein. Du hast eine Meinung X, dass der Markt steigt, ja? Oder anstatt, wie gesagt, in das Instrument zu gehen, kannst du entsprechende Optionsstrategien wählen. Einfach einen Ersatz. Ja, der dein Risiko verändert und auch deine Erwartungshaltung. Man bekommt nichts geschenkt, geben und nehmen. Zuerst nehmen, dann irgendwann vielleicht geben. So, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Jetzt machen wir mal den SPX. Ja. Den kann man jetzt natürlich nicht traden. Machen wir halt mal Amazon. Ja. Machen wir mal Amazon. Machen wir einfach mal 100 Amazons. Ja. So, jetzt mache ich mal 100 Amazons hier rein. Wenn man die kaufen könnte, wäre man froh. Ne? Hat man ein bisschen Taschengeld. So, mal hier. So, das heißt, ne, wir sehen eine gerade Linie 1 zu 1. Wenn Amazon steigt, verdienen wir. Wenn Amazon jetzt sofort fallen würde, verlieren wir. Dazwischen gibt es nichts. Ja. So, wir brauchen enorm viel Geld, ne? 200, ich weiß gar nicht wie viel, 1000, 255.000, das ist Wahnsinn, war es echt Wahnsinn. Und haben das volle Risiko. Das heißt, wenn Amazon morgen sagt, das war's, ne? Dann sind 255.000 weg. Jetzt geht es nur um Money Management. So, ich kann aber, ich sage, okay, ich bin Amazon Long, ich kann aber genau oder. Ja, sagen wir, ich kann meine Meinung, ja, ganz simpel, wir halten es ganz simpel. Das ist auch egal, ich sag mal einen Add the Money Call. Ich kaufe einen Add the Money Call. Ja, einen Add the Money Call. Für diesen gebe ich jetzt 2432 Dollar aus. Die Laufzeit sind tatsächlich ein Tag. Ne, das kann nicht sein, warte mal. Ja, doch, das ist ein Tag, ne? Sind gerade Add the Money. Nicht schlecht, ne? Boah, muss man echt mal wach werden, was für Preise das sind pro Tag. Wir machen es mal ein bisschen länger, sonst kann man es ein bisschen verstehen. Also einen Tag würde man natürlich nicht investieren. Also, das ist echt Wahnsinn, ey. Was sind Preise, gell? Boah. So, bleiben wir mal bei 15 Tage investierst du 8.222. Egal. Im Verhältnis zu 255.000 ist das jetzt nicht viel. Was sich ändert, ist ein bisschen, du brauchst ein bisschen Bewegung, damit du, so wie das Underlying hier, auch ein bisschen deine Gewinne hier mitnimmst. Gegen dich läuft natürlich die Zeit, die Prämie. Das heißt, deine Meinung muss hier bald richtig sein in der Form, damit du hier performst. Ja. Jetzt ist der Vorteil allerdings so, wenn Amazon in den nächsten 2 Wochen sagt, wir hören mit dem Geschäft auf, verlierst du nur die 8.000. Also sprich, nach oben würdest du fast, ja, mit das Underlying hier mitlaufen, aber nach unten hättest du dein Risiko im Griff. Ganz simpel ist es. Das heißt, du hast nur in der Form, ne, das Underlying mit einer Optionsstrategie ersetzt.
Ne? Das hat jetzt nichts damit zu tun, ja, wie soll ich sagen? Also das hat mit den Optionen, mit dem Volumen, mit dem, ja, mit einer Vola und mit diesem Ganzen nichts zu tun. Ne? Das ist ein anderer. Du nutzt die Optionen anders. Ja, weil wenn du sagst, ich kaufe eine Insel Money zum Beispiel, Call im Geld mit einem entsprechenden Delta, dann interessiert dich die Vola nicht. Ja, weil du einfach nur ersetzt. Das ist keine Strategie, der wo man sagt, ich habe eine andere Erwartungshaltung. Oder eine entsprechende Erwartungshaltung. So, ich kann das Ganze ganz simpel verbilligen, indem ich einfach sage, ich glaube aber nicht, dass Amazon über diesen Preis hier geht. Dadurch reduziere ich hier meine Kosten, ja, cappe natürlich meinen Gewinn und habe ich natürlich dieses G&V, sollte der Markt steigen, habe ich irgendwo hier entsprechenden Profit, sollte er fallen, habe ich hier meinen Maximalverlust. Ich finde das alleine schon hervorragend, ja, denn du bewegst trotzdem Amazon, ja. Und sind wir mal ehrlich, wenn sich Amazon bis zum Maximalgewinn, ja, sagen wir mal $40 bewegt, ja, und du 100 Stück hast, hast ja auch 4 Mille im Depot, auf dem Konto. Ja. Da könnte man sich beim Swing, je nachdem, wie man tradet, welchen Zeitraum, halt auch überlegen, mit einem Teil oder so rauszugehen, was auch immer. So, das heißt, dieses unendliche Gewinn, das ist eh Quatsch. Wir reden jetzt übrigens vom Trading, ja, nicht Investment. Das wird auch immer sehr schön vermischt. Der Unterschied ist, im Trading hast du einen begrenzten Zeitraum. Ja? Du musst in einem begrenzten Zeitraum erfolgreich sein. Das ist Trading. Investment sagt, ja, du lässt irgendwas laufen und wenn es irgendwann im Plus ist, gehst du mit irgendwas raus und hast einen Profit. Kann ein Monat sein, kann 10 Jahre sein. Man darf es nicht verwechseln mit dem Trading. Im Trading hast du auch ein anderes Geschäftsmodell. Du musst wissen, wie lange du tradest, was dein G&V ist, dein Risiko, deine Erwartungshaltung. So, das heißt, wenn ich Amazon trade, ein Swing Trade machen möchte und erwarte jetzt ein paar tausend Gewinn, dann gehe ich sowieso vielleicht mit 3.000, 4.000 schon raus. Ja, oder nimm entsprechend die Anzahl mit und lass ein paar Aktien kostenlos laufen. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ein Debit Spread in der Form cappt dich nicht. Versteht ihr das, was ich meine? Das ist so ein Riesen, das ist so in dem Mainstream verwurzelt, da gehe ich über die Krise. Ja, dass bei entsprechenden Sachen du dich cappst und so. Ja? Kommt aus der Gier, aus der Gier, aus dem Gier Corner, ne? Aus der Gierecke. Ja? Wichtig ist, die Verlustecke im Griff zu haben. So, das heißt, wenn ich sage, ich kann nur 2.500 verlieren, ja, habe ich hier fast 50-50 in der Form, dann bist du besser dran, als wenn du ein großes, unendliches Risiko fast hast, also bis 0, 250.000, um vielleicht 3.000 zu machen. Also sehen wir mal, wenn wir mal ganz radikal sprechen. Ja, du machst einen Swing, du möchtest einen Swing für eine Woche Amazon machen. Du hast die 255.000. So, du sagst, ich gehe 100 Amazon Long und bei 4.000, 5.000 gehe ich raus. Du riskierst aber ohne Absicherung oder irgendetwas 250.000. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kommt mir bitte nicht mit Wahrscheinlichkeiten oder so ein Quatsch. Ja? Du riskierst 250.000. Ja? Man hat Pferde kotzen sehen. Lehman Brothers hat man auch gedacht und siehe da. Diese Statistik ist für nichts, für den Mülleimer. Ja? Denn je öfter und länger du drin bist, wird es früher oder später irgendeinen erwischen. Ja? So, dann nützt dir keine Statistik. Du riskierst 250.000, um 3.000 zu machen. Mit diesem Debit Spread riskierst du in dem Fall 2.000, um, jetzt Achtung, die gleiche Summe zu machen. Ja, wer ist klüger? Jetzt nur die zwei Beispiele. Ja, logisch, derjenige, der ein Debit Spread macht, ist klüger. Der sagt, naja, ich habe zwar ein Risiko, aber sonst hätte ich ja noch ein viel größeres. Ja? Und man entschuldigt sich mit irgendeiner Statistik. Ja, Amazon wird schon nicht und das ist ja gut. Das reicht ja nicht, dass er pleite, muss ja nicht pleite gehen, aber reicht so ein Crash über Nacht, wie wir es hatten, dann hast du hier mal 30, 40 Mille weg vielleicht. Ja?
Das muss man auch psychisch erstmal verkraften. Rein theoretisch, ja, riskierst du 52 für 3000, sagen wir, oder 4. Und so riskierst du genau deinen Einsatz. Allein nur das ist schon, das ist Money Management. Das ist Money Management aller First Class. Ja, und deswegen sind diese Techniken, ja, Debit Spreads, Long Calls, viel, viel besser, ja, als mit dem Underlying zu swingen, sage ich mal. Im Daytrading ist es vielleicht sogar dann besser, das Underlying zu nehmen. Weil Daytrading mit Optionen ist wirklich ein schwierigeres Thema, weil du dann Spreads hast, du hast eine Vola-Situation, da kriegst du nicht, das ist eine ganz komplizierte Kiste. Du kannst Optionen kaufen, du bist bullish, aber durch die Vola, wenn der Markt ein bisschen steigt oder die Aktie, kann die Vola fallen und deine Option gewinnt nichts, obwohl das Underlying, sag ich mal, ein paar Dollar macht, dann sagst du, Mensch, wäre ich doch ins Underlying rein. Also für wirklich Scalper oder Daytrader, würde ich sagen, sind natürlich die Underlyings besser. Aber sobald du das Übernachtrisiko hast, würde ich Optionen nehmen. Ja? Nochmal, es ist deine Kohle. Und wenn du über Nacht etwas hast, was nicht geschützt ist, ist das so, als würdest du mir jetzt deinen PIN-Code von deiner EC-Karte oder Kreditkarte geben. Ja, kannst mir auch gleich geben. Du gibst dem Markt sozusagen deine PIN-Codes. Ja, der kann über Nacht alles abziehen, was auf deinem Konto ist. So musst du sehen. Du musst viel brutaler denken. Ich weiß nicht, warum sich das so eingeschlichen hat. Das sind Schweine da draußen. Versteht ihr? Das sind Haie und Schweine. Und wenn du in einem Trade bist, ja, ungesichert, in irgendeiner Form, also komplett ungesichert, also nicht mal irgendetwas für dich laufen hast, in einem Swing oder Portfolio, dann ja, bist du ausgeliefert. Ja, du bist ausgeliefert und kommt mir auch wieder hier nicht mit irgendeiner Statistik, dass irgendwas wieder steigt oder sowas. Ja, das kann Monate oder Jahre dauern, bis etwas steigt. Der neue Markt, einige Werte sind bis heute nicht gestiegen. So, das heißt, du weißt es nicht, ob und wann sich steigt und dein Leben schreitet voran. Jahre gehen vorbei. Oh, du bist ständig im Minus und irgendwann stirbt man und sagt, bitte auf meinen Grabstein, bitte, dann irgendwann steigt der Markt wieder, dann könnt ihr meine Beerdigung bezahlen. Das ist halt knallhart, aber das ist so. Jetzt müssen wir leben. Jetzt brauchen wir unsere Kohle. Ja? Oder müssen wir, wenn wir schon das Spiel spielen, ja, sollten wir wenigstens ein bisschen auch Einfluss nehmen auf das, was wir verlieren. Ja? Ja, aber auf jeden Fall, ne, denke ich, sollten wir ein bisschen diese Einfachheit und Simplicity und Complexity mal diskutiert haben. Ja? Noch ein Schlusssatz vielleicht. Nee, Entschuldigung, ein Schlauer kann sich immer dumm stellen. Ne? Ein Dummer, manchmal schwierig, sich schlau zu stellen. Ja, so das, was will ich damit sagen? Dass wenn jemand sehr wenig von Optionen weiß, er natürlich etwas aufsetzen kann oder einen Long Put und Short Put oder egal was einfaches aufsetzen kann. Dazu braucht man kaum Erfahrung oder irgendwelches Wissen. Das ist eigentlich recht simpel. Aber jetzt kommt's. Er kann, wenn irgendetwas nicht läuft oder wenn es nicht richtig flutscht, nicht analysieren oder feststellen, warum es so ist, weil er das Wissen noch nicht hat. Das heißt, er kann nicht über sich hinaus wachsen in einem Tag und sagen, oh, jetzt weiß ich, ich habe die falsche Vola genommen, wenn er nicht weiß, was die Vola ist. Ja? Wenn jemand sagt, Mensch, ich habe jetzt ein Jahr diese ganzen Sachen alle studiert, ja, und ich weiß, was die Vola ist, ich weiß, was die Laufzeit ist, ich weiß, was ob auch Tagesschwankungen, wann man Optionen am besten vielleicht kauft oder verkauft, wenn du das alles studiert hast, dann heißt das nicht, dass du ein besserer Trader wirst, aber das heißt, dass du nicht unbedingt ein schlechter sein musst. Ja, also das heißt, du machst dann trotzdem einen Long Put, ja, oder Long Call, aber du weißt viel mehr, warum du es tust oder wann du es tust. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Ja, das ist ja immer so. Ja, so muss man das in dieser Relation sehen. Ja. Strategien sind einfach.
Aber wer steckt dahinter? Wer drückt auf das Knöpfchen? Was für ein Wissen hat er? Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier in den Gruppen im Coaching die simpelsten Strategien, und zwar nämlich im Butterfly mit kombiniert mit Debit Spreads und Credit Spreads. Nur diese drei Techniken mache ich, habe ich Riesenstudien und viele Jahre diese Dinge optimiert, dass man nämlich aus einem wiederholbaren, risikoarmen Setup regelmäßig durchschnittlich was rausholen kann. Ja? Dass man, und da sind viele Parameter, die man halt sich erarbeiten muss. Ne? Laufzeiten, habe ich alles schon gesagt. Ja? Aber ne? Ich mache auch nur einfache Strategien. Ja? Aber im Portfolio weiß ich auch, wie man sehr klug komplexe Strategien einsetzt. Und das lohnt sich, das ist meine Edge. Ja, die habe ich über viele Jahre entwickelt. Die kann man nicht von heute auf morgen lernen. Das geht nicht, weil du nicht diese ganzen Werdegänge der Märkte hast und auch nicht Fehler gemacht hast. Du musst Fehler machen, um zu lernen. Das heißt, um einen gewissen Erfahrungsschatz zu sammeln, muss man Fehler machen und daraus lernen. Ja, also man sagt, Mensch, bei diesem Portfolio Hedge war das, hat es überhaupt nicht gewirkt. Warum? Aha, wie passen wir an? Lass mal die Laufzeit, machen wir die Abstände, bla bla bla. Und dann irgendwann, ja, wenn man unermüdlich am Ball bleibt, weiß man natürlich dann sehr schnell, aha, ich mache das so und so. Dann, je mehr man sich damit auseinandersetzt, ja, the hard way, ne, do it the hard way. Denn es ist nicht das Ziel, sondern die Person, die du wirst, wenn du den harten Weg gehst. Das ist ja das Schöne auf der Reise. Ne? Weil viele möchten es einfach haben, aber es gibt es im Leben nicht. Ja, das wissen wir und beim Trading auch nicht. Nicht zu verwechseln, einfache Strategien und dass man sagt, ich brauche nichts lernen, weil es ja einfach ist. Ja, es ist schon sehr wohl wichtig, viele Dinge zu verstehen und trotzdem kannst du es einfach machen. Ja, aber du bist eine andere Person, während du die Sachen lernst und studierst. Alles klaro? Jawohl. Und noch viel Spaß beim Geld verlieren. Spaß beiseite.